Willkommen zu Tierheim TV kocht vegan. Wie jeden Monat werden wir auch diesen Monat ein köstliches Gericht zaubern. Und zwar ist das Gericht auf meinem Mist gewachsen. Was machen wir? Ich sag's dann auch, ne? Ich darf's ja dann auch sagen. Wir machen ein Seitan-Schnitzel. Wer im Villa schon mal essen war, da heißt es normalerweise Seitan-Crostini. Ist ein bisschen kleiner. Ich möchte jetzt mal so die XXL-Variante davon. Dann gibt es Rahmrosenkohl und natürlich dazu selbstgemachten Kartoffelbrei. Wir fangen jetzt an, ne? Ja. Auf geht's. Robert, mit was fangen wir an? Wir machen unser Kartoffelpüree. Dazu setzen wir uns erstmal das Wasser auf. Ich habe hier schon warmes genommen und... Du meinst, wir sind so schnell beim Schälen und Schneiden. Das haben wir ja Gott sei Dank diesmal abgesprochen. Du schälst und ich schneide, damit ich dann nicht wieder an meine Grenzen komme. Genau. Muss man bei den Kartoffeln irgendwas Besonderes beachten? Vorwiegend festkochende, mehlig kochende gehen auch, aber vorwiegend festkochende sind immer, das ist die Allround-Kartoffeln. Damit kann man dann auch noch, wenn man ein bisschen zu viel gemacht hat, Bratkartoffeln am nächsten Tag noch. Das stimmt. Bei den Kartoffeln, jetzt hast du besonders große Kartoffeln genommen. Hat das einen Grund? Nö. Ist egal, ob groß oder klein. Du bist halt schneller, nicht? Weil du nicht so viele kleine schälen brauchst. Wenn du mal so einen 25 Kilo Sack schälen musst und nur kleiner hast, dann brauchst du doppelt so lange, als wenn du alles große hast. Ne? Da habe ich noch so eine kleine Stelle drin gehabt, die kannst du ja nochmal rausfummeln. Aha. Ja, also das Wasser haben wir aufgesetzt, gleich warmes, dann sparen wir Zeit und auch ein bisschen Energie. Und das halt zum Schälen. Also kein. Und für die, die gerne viel Kartoffelbrei haben möchten, dann die Mengenangabe etwas nach oben erhöhen. Genau. Okay. Ja, also heute kochen wir ja dein Wunschessen. Hm? Genau. Genau. Jetzt müsstest du mich eigentlich fragen, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Du weißt, ich als Starkoch im Grunde, der mit Kochen nun gar nichts am Hut hat. Ich werde es dir also unaufgefordert sagen. Ja, gut. Ich mache jetzt Werbung für den Zauberkessel in Walsrode. Da habe ich, als wir da gedreht haben, habe ich ja das erste Mal Seitan gegessen. Die hatten Seitan-Schnitzel mit Bratkartoffeln und Gemüse. Mhm. Und ich konnte das überhaupt nicht fassen, wie köstlich Seitan. Gut, du weißt ja letztendlich auch, wenn ich hier esse, das ist ja für mich auch immer das Größte, wenn du deine Crostinis, Seitan-Crostinis machst. Und ich habe gesagt, warum nicht zum Herbst mal eine XXL-Variante davon. So wie ich das auch beim Zauberkessel gegessen habe. Und von daher fand ich das also ganz... fand ich das eine gute Sache. Es passt gut zur Jahreszeit und ich verlasse mich auf dich, dass wir das ganze Gericht ein bisschen aufpimpen noch. Also von wegen Rosenkohl, Rahmrosenkohl. Ich bin gespannt, was du da letztendlich, das Ergebnis zählt. Letztendlich. Genau. Ja. Und ich soll ja auch, ich glaube auch, es ist ein Gericht, was man sehr schnell, unkompliziert nachkochen kann zu Hause. Rosenkohl ist jetzt die Jahreszeit. Ne? Ist auch nicht teuer. Genau. Kartoffel, Seitan, da kommen wir ja nachher noch mal zu. Du bist wirklich mit deinem Schälen schneller als ich mit dem Teilen der Kartoffel. Ich habe es vernünftig auch geteilt. Ja, das ist gut. Wir haben die jetzt ganz gut klein geschnitten dann, und auch gleichmäßig. Die garen also gleichmäßig und sparen natürlich dadurch Zeit, dass die große Kartoffel jetzt kleiner geworden ist. Aha. Warum war dir das wichtig, nochmal darüber zu reden, die Art der Kartoffel? Das fand ich jetzt... Vorwiegend festkochende, ja. Es ist eigentlich die Allround-Kartoffel. Es gibt mehlig kochende und festkochende Kartoffeln. Für Püree geht die vorwiegend festkochende ganz gut. Die mehlig kochende ist eigentlich die beste, weil die mehlig kochende halt sehr auseinanderfällt auch. Wieso? Da ist weniger Stärke drin. Und bei einer festkochenden, da wird das kein richtiges Püree. Da ist zu viel Stärke drin, wird so, manche sagen ja auch so Kleister. Und dass wir jetzt Bio-Kartoffeln nehmen, das ist, weil du einfach sagst, Qualitätsanspruch der Ware, dann nehmen wir die Bio-Kartoffel. Ja, also schon eine bessere Qualität. Ne? Ich meine, wenn die Kartoffel aus einem guten Boden kommt und nicht so viel oben drauf abgekriegt hat, was sie normalerweise nicht abkriegen würde, dann schmeckt das vielleicht ein bisschen besser, ne? Und das ist gesünder. Das war jetzt der erste Schritt, das ging ja nun sehr schnell. Was kommt dann der nächste Schritt? Ja, dann machen wir den Rosenkohl gleich. Alles klar. Gut. Also wir kochen jetzt, die Kartoffeln brauchen so wie wir sie geschnitten haben, 20 Minuten.
Ja, das ist optimal. Da bleiben wir auch in unserem Rahmen, nicht? Wir wollen ja eine halbe Stunde essen, nicht? Das stimmt. Ja gut, machen wir jetzt als nächstes den Rosenkohl. Jo. Robert, wir putzen jetzt den Rosenkohl. Ich als Nichtkoch habe nun schon erfahren, das heißt nicht, man wäscht ihn, sondern man befreit ihn von den überflüssigen Blättern. Gibt es da irgendwas, was man sagt, ich habe den Rosenkohl, frischer Rosenkohl, wie weit man da, wo, kannst du das mal dem Zuschauer... Ja, ich zeig dir das am besten mal gleich. Ruhig ein bisschen weiter, damit die äußeren Blätter gleich von alleine abfallen und dann... Bleibt das dann davon über? Ja. Letztendlich. Und wenn man das vergleicht, ich habe zwei, na, wo das sieht man gar nicht so, ne, den Unterschied. Hm. Aha, bei dem Rosenkohl, ruhig, wir können jetzt beide schnippeln, ne? Ja, also machen. Bei dem Rosenkohl, ich weiß ja, zu bestimmten Jahreszeiten hast du ja dann die Tendenz, es kann auch der gute Bio tiefgefroren sein. Rosenkohl ist ja zurzeit sehr günstig, bietet sich also an, oder? Ja. Also nicht, dass man sagt, ich gehe in den Supermarkt und hole mir den tiefgefrorenen, das gibt es ja auch schon fertig, in der fertigen Variante. Ist das gut so? Ja. Nicht noch mehr? Das nicht noch heller? Nö, ist noch ein schönes Blatt, das können wir essen. Was jetzt noch drumherum ist. Es geht darum, halt die äußeren Blätter zu entfernen. Machst du im Restaurant mit Rosenkohl viel? Gibt es jetzt, wenn die Jahreszeit mit Rosenkohl ist, dass du sagst, ach, wir machen auch, ich mache auch viele Gerichte mit Rosenkohl? Ja, klar. Ja? Also, zum Beispiel, sag mal, so ein paar Alternativen noch, weil gerade was Rosenkohl anbelangt. Das Gemüse wächst, also erstmal noch vorweg, das Gemüse wächst ja nicht ohne Grund jetzt zu der Jahreszeit. Das ist halt auch, hat seine Berechtigung. Und deswegen sollte man das auch frisch essen und zubereiten. TK ist natürlich immer eine Alternative und auch zeitsparend. Ja. Aber es geht nichts über die Frische, weil dann setzen wir uns ja jetzt auch mit dem Rosenkohl auseinander. Ne? Wir erfahren jetzt, wie wir den anfassen. Wenn wir den jetzt nur aus der TK-Tüte nehmen und in den Topf reinmachen, haben wir keine richtige Beziehung dazu. Gerichte, alle Varianten. Zum Beispiel, kann man mal kreativ gerade für Interessierte der veganen Küche, was kann man aus Rosenkohl zum Beispiel köstliches zaubern? Zeigen. Zum Beispiel hatte ich mal eine Variante, da haben wir dann hier die Rosenkohlblätter einzeln abgemacht, möglichst ganz. Schau das mal an, wie ein Salat oder ein Kohlkopf, einzeln die Blätter ab. Gefummelt. Und dann war natürlich zeitaufwendig. Ne? Aha. Und dann haben wir einen schönen Basmati-Reis gekocht, hier nochmal abgemacht. Und dann haben wir Rosenkohlblätter im Basmati-Reis gehabt. Also wir haben den Reis gekocht und dann mit diesen Rosenkohlblättern, so gar nicht vorher gekocht, nur nochmal angeschwenkt. Und das war auch eine ganz raffinierte Sache. Das hat dann einfach gezeigt, dass wir auch mal mehr mit diesen Rosenkohlblättern, ne? Wenn du jetzt hier noch mehr hast, das sieht gigantisch aus. Ne? Also, das hast du, wie viele Leute habt ihr da in der Küche gehabt? Ich meine, das ist ja sehr aufwendig vom Aufwand her. Hast du da 10 Beiköche extra eingestellt, um dieses Gericht dann, was dann im Restaurant letztendlich 26 Euro gekostet hat? Oder wie? Ja, man muss sich halt dann ein bisschen bewegen. Ne? Sag mal noch ein paar andere. Also was mir jetzt so durch den Kopf gegangen ist, und deswegen habe ich das ja eben auch mal erklärt, man muss sich damit einfach mal auseinandersetzen und dann entsteht auf einmal eine Kreativität. Ich habe mir jetzt vorgestellt, man kann so ein Rosenkohlblatt auch mal füllen. Das ist auch so eine Friemelarbeit. Ne? Jetzt hier einfach so eine Füllung, eine Gemüsefüllung, ein Karottenpüree rein, ja. Zack, in Auflaufform. Das ist dir jetzt eingefallen, aber was hast du denn in den letzten Jahren schon gemacht? Außer jetzt diesen sehr aufwendig gebraten, auch schon mal. Kohl, wenn er gebraten wird, entstehen auch noch ganz interessante Geschmacksstoffe. Machst du Suppen auch mit Rosenkohl? Ja. Ja? Eintöpfe oder? Ja, eine Rosenkohlsuppe. Oder in Eintopfen natürlich dann mit anderen Zutaten zusammen. Oder in einem Teigmantel, ne, gekocht, in so einem Ausbackteig, in so einem Bierteig, das haben wir gemacht. Ja. Ich muss ganz schnell noch mal was dazwischen werfen. Ich war ja nun gestern bei dir beim Buffet. Ja. Ich muss ja doch noch mal wieder Werbung machen. Die Kürbissuppe. Boah,
Was war das für ein Gewürz? Wir haben da so diskutiert, was da an Gewürzen noch drin war. Kannst du da bei der Hokkaido-Kürbis mit, was war da der Schwerpunkt? Ingwer? Ingwer, Nelke. Ah. Und Zimt. Ingwer, Nelke, Zimt. Die guten Hausfrauen haben es auch rausgebracht. Ein bisschen Lorbeer, aber eigentlich sollte der Ingwer dominieren, unterstrichen mit einer Note Nelke und. Es war auch wirklich, du hast wieder gute Sachen gehabt auf dem Buffet. Wir kriegen jetzt die Anweisung, wir sind schon wieder unter Zeitdruck. Ja. Wir haben zu viel geredet. Das macht doch Spaß hier beim Kochen noch ein bisschen zu reden. Zu viel da müssen wir die nächsten Parts eben ein bisschen kürzer machen. Das dauert halt alles ein bisschen, auch mit dem Schneiden des Rosenkohls. Der Regisseur hat gerade das Tilt in den Augen und sagt sich, naja, es ist ja eine 30-Minuten-Sendung. Mal sehen, wie ich das dann schnippele. Ach so, ja genau, gut, dass du das sagst. 30 Tempo. Minuten. Wir setzen unser Wasser schon mal zum Kochen auf. Hast du es vergessen? Genauso wie bei den Kartoffeln. Ja, ach so. Ja, boah. Um Zeit zu sparen, natürlich auch dementsprechend Menge Wasser. Nicht? Ich habe jetzt ungefähr einen halben Liter. Also der sollte bedeckt sein, aber auch nicht, nicht in so einem großen Topf. Wie lange muss den Rosenkohl überhaupt? Lass mich mal kurz ausreden. Wie lange? Wenn die in so einem großen Topf und 5 Liter Wasser aufsetzen. Ne? Wie, also, wie lange braucht denn der Rosenkohl überhaupt bis er? Gibt es da irgendwas, was man beachten muss, dass er besonders weich ist oder dass man, gibt es da irgendwas? Generell 8 Minuten, aber das hängt auch jetzt davon ab, wie wir es machen. Das zeige ich dir jetzt auch mal gleich, wenn wir den fertig geputzt haben. Das ist ja das Schöne, so ein bisschen beim Kochen. Man kann auch so ein bisschen über gewisse Dinge nachdenken. Und wenn einem nichts anderes einfällt, dann denkt man halt jetzt mal über den Rosenkohl nach. Warum machen die anderen das alle so? Und warum mache ich das jetzt einfach nach? Und während man solche Sachen macht, habe ich dann einfach mal den Mut, das anders zu machen. Und schon ist da natürlich auch eine Kreativität vorhanden. Und ich habe mich immer gefragt, und das war dann auch zeitaufwendig, das hier so über Kreuz einzuschnippeln. Ne? Da habe ich mir gedacht, mein, das sieht ja ganz gut aus. Finde ich auch gar nicht wichtig. Der Gast erkennt das auch. Es hat ja natürlich auch seine Berechtigung, ne? Damit der Strom halt gleichmäßig gart. Dann habe ich aber gedacht, das schaffe ich zeitlich jetzt gar nicht. Ne? Ich halbiere den einfach. Und wie sieht der aus? Der ist doch wohl. Ja, aber Rosenkohl sieht doch eigentlich schöner aus, wenn er als ganzen? Ganzer Kopf. Doch, das finde ich schon. Ich finde, wir sollten den heute mal so machen. Dann kannst du in das Innere reinschauen und das machen wir. Nein, wir machen das ja so, wie es bei euch dann auch im Restaurant serviert wird. Ah. Und da wird er ja letztendlich so und so wie die Leute, die Interessierten, letztendlich auch nachkochen. So, jetzt haben wir Gott sei Dank den Rosenkohl. Also willst du den im Ganzen haben, ne? Ja, im Ganzen. Alles klar. Da ist heute meine Idee war mit dem Gericht. Ja, gut, dann machen wir es. Lassen wir es so als Ganzes. Ja. Rosenkohl. Also das muss natürlich ins Wasser, logischerweise. Genau. Teelöffel Salz rein, das habe ich übrigens bei den Kartoffeln auch gemacht. Generell. Ja, nachdem die Kamera aus war, stimmt. Salzwasser, ne? Abkochen. Generell ins kochende Wasser. Jetzt haben wir den Topf natürlich zu spät aufgesetzt. Warten wir 2 Minuten, dann kocht es, dann machen wir ihn rein. Alles klar. 8 Minuten, dann ist er gar. Robert, du hast ja den Rosenkohl jetzt bereits abgegossen. Wir hatten das ja vorhin schon mal, das Thema anschneiden, damit er besser durchgart. Genau, gleichmäßig gart. Der Strunk ist ein bisschen härter, braucht also auch ein bisschen länger. Die äußeren Blätter werden halt schneller gar. Und wenn man bis in die Mitte den Garpunkt haben will, muss man halt mal einen rausnehmen, anstechen oder drücken oder auch mal reinbeißen. Ja. Und generell passt das aber mit den 8 Minuten Kochen allen ganz gut. Der eine, also man in der Nouvelle Cuisine, da kocht man das halt alles al dente. Ne? Wir werfen ihn gleich noch in die Soße rein und da wird er ja noch ein bisschen nachziehen. Also die 8 Minuten sind genau richtig. Ich konnte mich erfolgreich vom Schneiden der Zwiebel ja, ich mache das schnell, genau. Das ist jetzt, ich habe ja gesagt, wir machen Rahmenrosenkohl und für den kleinen Rahmen bist du dann letztendlich für die Feinheiten bist du zuständig. Mhm. Was ist jetzt für die Soße? Mhm. Und jetzt haben wir den Topf, den Rosenkohl ja abgegossen.
den Topf nochmal auf die Flamme. Was brauchen wir denn jetzt überhaupt für die Rahmsoße? Also für den Rahm Rosenkohl, den Rosenkohl haben wir ja schon. Du machst jetzt hier eine Zwiebel. Ja, eine ganze den Rahm Zwiebel ist durch vielleicht die jetzt doch ein bisschen viel. Eine halbe reicht für die. Eine halbe Zwiebel für vier Personen. Ja, bei den Mengenangaben bist du ja immer sehr großzügig. Ja, ich habe immer lieber was übrig, als wenn, wenn ich da noch eine Portion anrichten muss. Und dann muss ich alles normal machen. Rapsöl? Ja, vier Esslöffel Öl machen wir rein. Vier Esslöffel. Wir dünsten das an. Und der Rahm kommt durch die... Ist das der Sojarahm, ne? Ja, genau. Das ist, ich habe jetzt so ein Literpaket, ne? Mal ein bisschen Power hier drunter. Jawohl. Es gibt ja natürlich diese 200 Gramm Päckchen. Müssen wir vorher geschüttelt werden, ne? Immer besser. Sollte man immer vorher schütteln. Ein paar Sachen merke ich mir ja dann auch mal. Ja, dann dünsten wir die glasig, machen unseren Rosenkohl wieder rein. Und dann im Prinzip wie Sahne, ne? Einfach ein bisschen dazu. Also die Zwiebeln ein bisschen andünsten. Dann kommt vermutlich mal Sojarahm dazu und dann den Rosenkohl rein. Genau. Das ist schon alles. Total simpel. Kann man eigentlich das Wasser vom Rosenkohl noch für irgendwas nutzen? Ja, wir könnten jetzt auch eine Bechamel-Soße kochen. Mit der, mit, als Grundlage mit dem Wasser vom Rosenkohl. Genau, dann würdest du jetzt hier einen Esslöffel Mehl noch reintun, einen Teil von dem Abkochwasser dazu tun. Und dann hätte man wirklich den Rosenkohl in tiefer Soße ertrunken. Aha, okay. Das wollen wir ja nicht so. Aber ist eine Alternative, ne? Ja. Also im Grunde auch das Wasser noch zu nutzen, das ist ja kein Nachteil. Ja, immer aufheben. Das kann man noch machen. So, den Rosenkohl machen wir rein. Wir haben jetzt die Zwiebeln glasig geschwitzt, gedünstet. Dann ja, kommt mal eine geschüttelte Taste aufmachen. Muskatnuss dazu tun, entweder von der Reibe oder schon gemahlenen. Ganz wichtig, der Muskatnuss beim Rosenkohl, finde ich. Lackpetersilie passt natürlich auch ganz gut noch zusätzlich. Ungefähr 200 Milliliter, das reicht. Ja, du machst das als langjähriger Koch immer so auf ein Gefühl, ne? Salz, Pfeffer nochmal abschmecken und dann. Was mit der Petersilie? Die braucht man nachher fürs. Seitan, ne? Habe ich jetzt nur für die Dekoration schon vor. Achso, okay. Beim Anrichten. Ne? Brauchst du Salz noch? Jo. Salz. Ja, unsere Kartoffeln dürfen wir nicht vergessen. Da können wir auch mal reinpieksen. Also man hat dann halt durch das Einpieksen halt schon ein bisschen Gefühl. Ja, die sind weich. Da können wir jetzt gleich im Anschluss das Püree machen oder die Dampfkartoffeln. Das ist dann wohl auch schon fast fertig. Machen wir jetzt wieder auf kleiner Flamme oder Deckel drauf zur Seite. Dann kommen wir jetzt zum Seitanschnitzel. Ja. Jetzt kommt das Seitanschnitzel. Das ist ja, wir machen ja die komplette Zubereitung des Schnitzels. Man sieht ja hier diesen riesigen Seitan, Rohling, Bratling, wie auch immer. Wie nennt denn das jetzt? Braten. Würde ich jetzt sagen. Da wäre natürlich der Laie, würde sich sagen, oh Gott, ich muss so ein riesen Ding machen. Ja. Dem ist ja nicht so. Ja, ich habe jetzt so eine große Form gemacht und auch im Ofen. Übrigens jetzt als meine Empfehlung ist, im Ofen den Seitan garen. Das ist das Beste. Man kann das Rezept ja auch nochmal auf der unten eingeblendeten Internetadresse downloaden. Ja, wir machen jetzt nicht, wir haben das ja vor einigen Monaten schon mal gemacht. Das heißt, jetzt wird das in Scheiben geschnitten. Ja, genau. Im Ofen wird er halt aus meiner Sicht am besten. Hier am Rand sind so Poren, bilden sich. Und hier ist ein bisschen fester. Wenn der jetzt mal so ein bisschen gummig ist oder so, dann ist er einfach nicht lang genug im Ofen gebacken. Also schon eine Dreiviertelstunde drin lassen. Da sprichst du was Gutes an. Ich bin einige Male darauf angesprochen worden, wir haben Probleme, den Seitan zuzubereiten. Es ist matschig, es ist labberig. Kannst du da einen Tipp geben? Ja, also dann einfach länger durchgaren. Also meinst du, das ist so, dass der Hauptgrund, warum die, ja, die es nachkochen wollten, sagten, das hat bei uns nicht richtig funktioniert? Ja,
Und es ist natürlich jetzt der ist gestern produziert, ist ausgekühlt und fester. Das hatten wir auch beim ersten Mal von Seitan-Zubereitung, das war auch so eine Empfehlung. Ne? Ja. Da hat man ja diese Krustlinge gemacht. Und wenn er zu warm ist, dann ist er halt noch so ein bisschen blabberig. Ne? Ja. Und, na gut, jetzt die jetzt nachkochen werden dann sagen, aha, das kann es tatsächlich gewesen sein. Ich habe hier die Panade. Muss man da, ist da, was ist in der Panade drin? Das ist jetzt einfach nur irgendein Paniermehl. Aber schon ganz gutes. Es gibt auch so winziges Paniermehl. Das finde ich nicht. Also wenn du im Restaurant die kleinen Crostinis machst, nee, Seitan. Krustlinge. Ist das im Grunde dasselbe, nur dass du sie achtelst dann nochmal oder sechstelst oder so? Genau. Das würde ich jetzt so halbieren. Aber dein Wunsch war es ja heute, so ein richtig großes Schnitzel zu machen. Genau. Ne? Das sieht ja auch jetzt schon im Grunde wie ein Schnitzel aus. Kann ich das jetzt schon in der Panade... Nee, warte mal. Ich schneide eins noch als Reserve. Jetzt zu dem Seitan noch. Macht euch ruhig ein bisschen mehr. Den kann man ja problemlos 3-4 Tage im Kühlschrank haben. Ne? Ja. Und am nächsten Tag nochmal was von machen. Ne? Ragout, geschnetzeltes, alles Mögliche. Ne? Also von daher ruhig ein bisschen mehr. Du hast es ja jetzt auch schon vorbereitet gestern, weil es das Essen ja morgen auch im Restaurant zu essen gibt. Genau. Das ist ja der Grund. Man soll es ja auch möglichst ab morgen als Tierheimschmaus bei euch essen können. Ja. Nicht vergessen, da gehen 2 Euro. Immer direkt an den Tierschutzverein. Gut. Genau. So, panieren. Ist das richtig wie dick? Spielt das eine Rolle? Ja, ich find ein dünnes Schnitzel schon viel, viel geschmackvoller. Ne? Aha. Denn wenn das zu dick ist, dann passt nicht. So, machen wir ein bisschen Mehl rein. 4 Esslöffel ungefähr. Erst da und dann da? Nee, warte. Die klassische Art und Weise der Panade des Panierens ist ja Mehl, Ei, Paniermehl. Und ich habe einfach, um einen Arbeitsschritt einzusparen und somit auch Zeit, mache ich mir einfach so einen Pfannkuchenteig. Braucht auch nochmal ein bisschen Milch. Was hast du? Da ist ungefähr 2 Tassen Milch rein auf 4 Esslöffel. Also Mehl. Sojamilch. Ja, genau. Okay. So, das reicht. Haben wir also schon beides miteinander vermengt. Das ist also der Ersatz fürs Ei. Genau. Okay. Jetzt klebt unser Paniermehl dran. Ich ziehe das hier dann kurz noch ein bisschen ab. Okay. Zack, zack. Und dann kannst du es zur Seite legen. Ich mache schon mal, du kannst die anderen hier noch fertig panieren. Okay. Ich kümmere mich um die Pfanne, mach schon mal ein bisschen. Die hast du so dünn geschnitten, deshalb habe ich dich übrigens vorhin gefragt. Ne? Ein bisschen viel, denke ich auch. Die hast du ein bisschen sehr dünn geschnitten, ne? Ja, das ist ja das Tolle dabei. Geschmacklich ist das dann schon ganz gut. Die Pfanne schon mal ein bisschen warm machen, Pflanzenöl. Ja, das sind wirklich richtig große. Und so kriegt man es morgen auch ab morgen bei euch im Restaurant. Ja. Das sieht gut aus. Kann jetzt schon an, muss die dick so anmachen. Ja, bupp, genau, ja, klasse. Öl rein, ja, mach mal ruhig weiter. Ja, ich weiß ja nicht wohin damit, du hast mir keinen Dings gegeben. Ja, dann legen wir sie gleich rein. Ich hole sie mir ab. Okay. Weil die hast du so dünn geschnitten. Ja, ne? Ja, das wird ein bisschen problematisch. Also ich finde, meine Meinung, ich bin natürlich nicht der Koch, ein bisschen dicker könnte es schon sein. Nein, kleine, ja, wir werden es sehen. Dünn ist ein richtig super Schnitzel. Ist es nur dann, wenn es richtig dünn ist. Was anderes ist dann vielleicht, das will ich gar nicht aussprechen. Alles klar. Das ist was anderes. Aber ein Schnitzel kann auch dünn. Okay. Und das wird dann normal wie lange? Woran erkennt dann? 2 Minuten, 2,5 Minuten von jeder Seite, goldgelb gebraten und dann ist gut. 4 Personen, 4 Wahnsinnsschnitzel. Eins haben wir Reserve hier. Jetzt vielleicht das eine oder andere dunkle. Jetzt holt das seine Finger, dann brauchst du nicht extra zum Waschbecken rennen. So, die brutzeln da jetzt vor sich hin. Jawohl. Man kann das ja jetzt auch anhand der Aufnahmen sehen, wie gut. Das sieht wirklich gut aus. Ja.
sehen sie nicht köstlich aus? Die Seitanschnitzel. Richtig schöne, große Schlitze. Der letzte Part ist der Kartoffelbrei. Jo. Müssen wir noch irgendwas dabei beachten? Salz hat man schon dran. Ja. Da hat man Muskatnuss rein. Ich habe einen Teil der Flüssigkeit abgegossen. Du bist ja recht großzügig mit der Muskatnuss, ne? Ja, ja. Okay. Ein bisschen Pflanzenöl dazu. 1, 2, 3, 4. 4 Esslöffel. Sojamilch. Mache ich ungefähr eine Tasse. Also, du warst ja immer so nach Gutdünken, also nach dem Motto, wie cremig er werden soll oder wie dünn er werden soll, ne? Ja. Du warst ja sehr großzügig dabei jetzt. Ja, stimmt. Wie machst du ab und zu Kartoffelbrei? Ja, natürlich, aber ich habe eine große Maschine, die können wir jetzt schlecht präsentieren. Viele haben ja auch so einen Stampfer. Ja. Habe ich auch irgendwo, aber nicht mehr hier im Keller. Okay, zu Hause macht man das dann mit dem Mixer oder mit diesem klassischen Kartoffelstampfer? Ja. Nee, den Mixer nicht nehmen. Nee? Kartoffeln sind jetzt, wenn du ein tolles Püree haben willst, dann darfst du nicht zu viel drin rumrühren und zu viel stampfen. Ah. Weil dann die Stärke rausgerührt wird und dann gelöst wird und dann wird das so schleimig. So. Das soll eigentlich locker sein. Und was du noch machen kannst, ist diese Spätzlepresse. Aha. Aber am besten ist es wohl, am besten schmeckt er, wenn er mit der Hand liebevoll gestampft wird. Genau. Oh, ich habe ein bisschen zu viel Flüssigkeit. Du warst ein bisschen großzügig, ne? Mit der Flüssigkeit, ne? Ja, mit den Mengenangaben ist Robert manchmal sehr großzügig. Du merkst halt, dass du für ein ganzes Restaurant kochst. Für 4 Personen bringt es dich dann, gerade was die Mengen anbelangt, immer deine Grenzen. Passt perfekt hier. Du musst nicht voreingenommen sein. Das wird das weltbeste Püree. Ich werde das jetzt auch gleich mal probieren. Die Kartoffel zieht jetzt nach, saugt die Flüssigkeit auf. Und wir haben auch noch nicht alle Kartoffeln durchgestampft. Ne? Ist gut. Ist also. Aber er könnte ruhig ein bisschen fester sein. Er zieht noch nach, nur ich lasse mich überraschen. Wir werden es ja gleich dann so ist das im Restaurant sehen, wie es bei euch ab morgen serviert wird. Und das ist so ein Kartoffelpüree noch mit ganzen Flöckchen auf dem Gaumen. Und ein Essen, was man innerhalb von wirklich 30 Minuten zubereiten kann, ne? Wenn man gut vorbereitet ist. Wollen wir anrichten und essen? Jetzt richten wir an, genau. Wir freuen uns jetzt auf das riesige Seitanschnitzel, den Rahmrosenkohl und den Kartoffelpü. Mhm. Ab morgen könnt ihr das im Villas essen. 2 Euro davon gehen immer garantiert an den Tierschutzverein. Oder ihr kocht es nach zu Hause und könnt es dann hier das nächste Gericht kostenlos mit 2 Personen essen. Gewonnen hat übrigens diesen Monat Mike Ehlen. Mike Ehlen aus Langenhagen. Du kannst das mit Freund, Freundin, wie auch immer, kostenlos im Hiller essen. Dann haben wir noch den veganen Gruß und der geht an Sönke Escher aus Braunschweig. Ich glaube, jetzt haben wir auch alles. Noch den Hinweis auf die nächste Kochsendung, die ist am 16.11. von 20 Uhr bis 20.30 Uhr auf H1 und einen Freitag später am 23. gibt es Tierheim TV mit der Hunde- und Katzenvermittlung von 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr. Das war's, wir fangen jetzt an. Ich freue mich jetzt riesig auf das Essen. Hm. Auf geht's. Bis denn. Tschüss. Ja, tschüss. Schau mal hier, das Kartoffelpüree. Wunderbar.